Hallo YouTube und willkommen zum zweiten und letzten Video zu unserer Logitech Illuminated Tastatur. Ich habe das Ding jetzt das komplette Wochenende durchbearbeitet und behaupte jetzt einfach, für eine Tastatur reicht diese Eingewöhnungszeit und ich kann euch da was zu erzählen. Also vom Tippgeräusch, das interessiert ja auch viele, gerade wenn ihr online bestellt und keine Chance habt, die Tastatur im Laden zu testen. Fangen wir einfach mal kurz an. So, das waren jetzt zwei Sätze und vom Geräusch ganz angenehm. Am Anfang habe ich gedacht, als ich die Tastatur anfing, das klappert doch stark. Aber dann bin ich hingegangen und habe hier einfach mal meine normale Apple-Tastatur genommen zum Tippen. Und die klickert sogar noch höher. Das liegt wahrscheinlich an dem Aluminium. Und das Ding ist leiser, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich habe ja vom Spielerechner oder vom Windows-Rechner benutze ich ja so eine Logitech G510-Tastatur, also oder noch Makrotasten am Eisen und die klickert um einiges lauter, vor allem weil die Tasten größer sind, weiter runter gehen und einfach da gefühlt halt mehr Volumen ist, um Lärm zu machen. Hier liegen die Tasten relativ flach, wie ich finde, und drücken sich aber nicht, also das Tastatur biegt sich nicht durch, wie man das so von Keyboards, also von Laptop-Tastaturen kennt. Und das Rumspiel macht gut. Die Sonderdinger hier oben habe ich so gut wie nicht benutzt. Klar, Pfeiltasten und Nummernblock ist immer mal wieder nett. Gerade als Mac-Benutzer freut man sich, wenn man dann die Ziffern dann doch ein bisschen schneller mal eingeben kann. Was ich aber dann benutzt habe, sind hier die Sondertasten für stumm, lauter, leiser. Das funktioniert auch mit Mac, wenn sich jetzt jemand mal fragt. Natürlich mit Windows sowieso. Und dann haben wir hier die Taste für die Beleuchtung. Und zwar kann diese Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung und die geht komplett von rechts bis links unter den Tasten. Wenn man dann so ein bisschen dazwischen guckt, dann sieht man es auch da durchscheinen. Mal gucken, ob wir hier was sehen. Nee, ist leider zu hell. Ah, da seht ihr was. So, Tasten sind aus. Und jetzt, wenn ich einmal drauf drücke, dann habe ich direkt volle Helligkeit. So. Und wenn man da so zwischenguckt, also da seht ihr dann so ein leichtes Schimmern. Aber das habt ihr nur, wenn ihr so von oben, genau, so kriege ich es rein. Also wenn ihr dann von der extremen Seite guckt. Wenn ihr von schräg vorne oder von oben dann drauf guckt, dann leuchten die Tasten. Und auch oben das Orange leuchtet mit. So, und dann seht ihr auch, also vier Einstellmöglichkeiten aus. Volle Power, etwas weniger, noch weniger und wieder aus. Und das ist sehr schön, sieht auch nachts nett aus, für die Optik-Freaks unter euch. Die Ablage hier für die Handballen, die ist nicht besonders hoch und passt. Also ich nutze sowas halt normalerweise nicht. Und wenn die dabei sind, diese Auflagen, bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Wahrscheinlich ist das hier genau der Kompromiss zwischen, da ist was, um die Hände drauf zu legen und Leute, die es sonst nicht gewohnt sind, sagen, ja, so viel ist das gar nicht, das stört mich gar nicht. Also passt an dieser Stelle. Tippen hat viel Spaß drauf gemacht, ein bisschen rumspielen. Klappt auch ganz normal, wenn man so seine Maus und eine typische Steuerung benutzt. Von mir kriegt die Tastatur auf jeden Fall einen Pluspunkt. Also hätte ich nicht gedacht. Ich war sehr skeptisch, gerade bei dieser abgerundeten Leertaste hier unten, wobei alle Tasten, aber man gewöhnt sich daran, es fällt gar nicht störend auf. Und ja, ich würde die Tastatur weiterempfehlen und kaufen. Also es passt, wenn ich was ändern würde, dann wäre es wahrscheinlich, dass ich die Sondertasten nicht orange machen würde, sondern auch einfach vielleicht ein dunkler, also nicht so auffällig. Aber wenn die Tastatur dann mal leuchtet und es dunkel wird, sieht es schon super, also ja, sieht schon gut aus. So, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!